Es ist Viertel nach zwölf und das ist ein Gommel sagt. Hey, oh Minecraft-Freunde! Willkommen zu einem weiteren Gommel sagt. Ihr seht schon, die Karte sieht richtig, richtig cool aus. Ich glaube, diese Karte sollten wir uns erst einmal genauer anschauen. Und Phasing Blocks hat da ein richtig, richtig cooles Cinematic aufgenommen und bearbeitet. Und das werde ich jetzt erstmal hier reinschneiden. Viel Spaß damit! Hier stehe ich, beziehungsweise fliege ich jetzt vor den Teilnehmern vom heutigen Gommel sagt. Team Create hat wieder mal eine richtig geile Karte gebaut, hier im Alice im Wunderland-Stil. Und ich finde es wirklich richtig, richtig geil. So, auf jeden Fall, Gommel sagt, ich glaube, die Regeln muss ich nicht großartig erklären. Ihr wisst alle, worum es dabei geht. Wisst ihr das? Gommel sagt, wenn ihr wisst, worum es geht, dann nickt mit dem Kopf. Super, dann sage ich jetzt, Gommel sagt, springt. Ich muss schon mal meine Waffen ein wenig bereitlegen. So, hier ist schon mal ein Diamantenschwert. Findest du das gut, Likely? Findest du das gut, ein Diamantenschwert? Okay, Gommel sagt, dreht euch. Gommel sagt, sneaken. Und das muss ich noch vielleicht dazu sagen, wenn ich irgendeinen Befehl nenne, einfach immer durchgängig ausführen. Außer natürlich, ne, wenn ich Gommel sagt davor sage, dann wisst ihr sauber Bescheid, seid ihr raus, falls ihr dann was macht. Egal, Gommel sagt, springt. Gommel sagt, schaut nach oben und dreht euch. Wir spielen jetzt eine Runde King of the Hill. Hallöchen. Da sind wir auch schon. Und zwar, ich sage euch jetzt genau, wer rausfliegt. Es fliegen die letzten drei raus, die es nicht auf dem Berg schaffen. Die letzten drei, die ankommen im Ziel, sind raus. Stellt euch bitte, genau, das Spiel startet. Ich wünsche allen viel Erfolg. Das ist schon mal hier auf jeden Fall ein mächtiger Berg, den sie hier erklimmen müssen. Der ist richtig steil, wenn man mal schaut. Teilweise gibt es hier Leitern. Sie haben auch jeder Zubehör bekommen, zum Beispiel so einen Knockback-Stab oder auch so eine Boost-Funktion. Damit kann man sich ein paar Blöcke, wie er jetzt zum Beispiel, hochboosten. Es gibt auch noch einen Bogen, den sie nutzen können. Und hier ging es schon mal gerade nicht weiter. Wie gesagt, teilweise gibt es hier so Leitern. Ich muss auch sagen, die Sprünge manchmal sind echt schwierig zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wie man sieht, sind alle gerade noch nicht besonders hoch. Hier prügeln. Oh, da wurde jemand richtig weit nochmal nach unten geprügelt. Wer ist das? Tiefkühlpizza wurde richtig nach unten gehauen. Aber da auch nochmal. Wer ist da runtergeflogen? Next round. Pipi ist hier. Pipi kommt als erstes, glaube ich, ins Ziel, wenn er so weitermacht. Ich bin beeindruckt. Hier auf der Seite habe ich nämlich gar nicht geguckt. Da unten ist auch noch Baumulu. Let's be schafft es als erstes. Okay, ich schätze mal, jetzt bald dürfte auch Ego hier oben ankommen. Ich guck mal, Ego war ja auf dieser Seite. Ich weiß es nicht. King of the Hill finde ich auf jeden Fall mega nice. Das wird auch demnächst bei mir mal auf den Kanal kommen, wo ich selber mal King of the Hill spiele. Und hier ist schon wieder Action angesagt. Hier sieht man schon wieder, oh, Holy kriegt. Oh, Holy, haut hier. Oh, der Schlag war richtig krass gerade. Der war richtig krass. Und Holy haut nochmal einen raus, glaube ich. Ich wüsste gerne, wo Simon ist. Doch, ich gehe mal zu Simon. Obwohl, nee, jetzt erstmal gucken. Ich glaube nämlich, Holy macht's jetzt klar. Holy macht's klar und beschließt genau in diesem Moment, dass das Next Round, Tiefkühlpizza und Simon raus sind. Simon, war schön mit dir, aber tschüss. Für euch habe ich wieder mal die gute alte Mondreise. Tiefkühlpizza, bring mal ein paar Pits nach da oben. Simon, für dich habe ich den Elektrogommel. Komm, gönn dir, gehen wir dich ab. Da ist ein wenig zu sehr abgegangen, genau wie es Let's P macht. Ich finde, Gommel sagt, ihr macht jetzt alle mal den Elektrogommel. Jawoll. Gommel sagt, stopp. Gommel sagt, dreht euch. Springt. Oh, Likely
Likely hat's erwischt. Likely? Ich glaube, wir beide spielen mal eine Runde Schach, oder? Ich glaube, wir spielen mal eine Runde Schach. Und zwar nehme ich dich mal eben mit. Ich kann es mal eben von oben zeigen. Sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr cool aus. Ich bin auch schon sehr weit hier vom Spielzug. Ich würde sagen, was mache ich mal als nächstes? Doch, ja. Schachmatt. Gomme sagt, lauft mir weiterhin, lauft mir weiterhin hinterher. Ja, Gomme sagt, schaut nach oben. Schaut nach links. Oh, hier, das war aber schon ein, genau. Facing Blocks. Ah, dein Cinematic war wirklich richtig geil. Jetzt kriegst du aber leider eine kleine Strafe von mir. Nämlich, weil du nach links geguckt hast. Gomme sagt, an alle anderen, geht mal etwas weiter bitte zurück. Hier kommt nämlich jetzt Frankium. Gönn dir. Oh weia. Tschüss, Facing Blocks, war schön mit dir. Oh. Ich glaube, es wird Zeit für ein kleines Minispiel. Wow. Gomme sagt, wir spielen jetzt mal schnell ein Minispiel, bevor wir alle hier sterben. Verklickt. Wir spielen jetzt, ich würde sagen, Spleef. Die sind raus. Die ersten zwei, die rausfallen. Man muss richtig hier aufpassen. Es geht hier jetzt nicht darum, schnell was zu machen. Oh, da ist schon jemand raus. Dirty Games ist raus. Und da ist auch jemand raus. Zangbett ist auch raus. Man hat mehrere Leben. Wie viele Leben hat man? Das wusste ich noch gar nicht. Drei. Okay, die... Alles klar. Die ersten beiden, die hier rausfliegen, die sind komplett raus. Also passt auf, Leute. Aber dass die Karte aus Lebenblöcken gebaut ist, das ist natürlich schon mal sehr, sehr geil. Ist vielleicht ganz schlau, aber nicht so spektakulär. Ich hoffe einfach mal, dass da trotzdem mal jemand sich hintraut zu Somso. Ich bin mir sicher. Okay. Oh, Somso ist rausgeflogen jetzt gerade. So schnell kann es gehen hier. Dirty Games ist aus dem Spiel raus. Okay. Der nächste, der rausfliegt, Leute, der ist dann auch mit raus. Einen haben wir schon mal verloren hier gerade. Einen Mitspieler weniger. Die Arena sieht aber richtig gut aus. Und das Spiel ist beendet. Dirty Games und Harry sind beide raus. Ich habe für dich Katapult, Harry. Ist das was? Okay. Oh, das geht aber echt ab. Dirty Games, weißt du, was ich für dich habe? Auch Katapult. Gomme sagt, ich vertausche den Befehl. Immer wenn ich nicht Gomme sagt... vor irgendwas sage, müsst ihr es machen. Und wenn ich Gomme sagt, sage, müsst ihr es nicht machen. Okay? Kleiner Dreher jetzt mal für eine bestimmte Zeit, bis ich wieder auflöse. Okay. Gomme sagt, springt. Springt. Dreht euch. Gomme sagt, dreht euch. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, dreht euch. Dreht euch. Schaut nach links. Okay, ich krieg sie damit nicht untergebuttert. Okay, ich setze das wieder zurück. Also immer, wenn ich Gomme sagt, sage, den Befehl wieder ausführen. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, dreht euch. Gomme sagt, tauscht einmal eure Plätze. Okay, ich habe gerade einen sehr schweren Fall hier vor mir sitzen. Alle machen alles richtig. An sich ja eigentlich schön. Aber ich muss einfach mal ein Jump'n'Run jetzt dazwischen einbringen. Ich glaube, ein Jump'n'Run ist genau das Richtige, wo wieder mal die letzten drei... Die letzten drei werden hier bei diesem Jump'n'Run rausfallen. Boah, die Sprünge sind teilweise aber wirklich gemein. Da muss man um Blöcke herumspringen. Boah, ihr seid ja gemein zueinander. Ich meine, ihr habt das selber gebaut und baut hier solche schweren Sprünge teilweise mit ein. Heftig. Aber jetzt kommen hier gerade wieder einige weiter. Der Sprung geht ja noch. Der geht ja noch, wo ihr gerade schon runtergefallen seid. Aber der danach. Oh, der geht sogar. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist alles machbar. Jetzt lassen sich alle da Zeit, aber es hilft einfach nichts. Dieser Blocksprung ist wirklich gemein. Ich glaube, diesen... Okay, Ego hat es geschafft. Also noch nicht ganz. Baumulu hat es auf jeden Fall komplett geschafft. Glückwunsch. Ego. Oh ja, Ego. Jetzt wird es nochmal schwierig. Das wird nochmal richtig schwierig hier. Das ist noch einfach, aber jetzt. LOL. Ego, was geht denn bei dir ab? Läuft. Aber jetzt wird es nochmal richtig gemein. Da müsst ihr mit einmal durchlaufen, ohne auf dem Pilz da unten zu stehen. Das ist mein Tipp. Das habe ich bei Ego gesehen. Der ist einfach darüber und hat dann keinen Zwischenstopp gemacht auf dem Pilz, sondern ist direkt rüber gesprungen. Das ist der Trick. Sonst schafft man es nicht. Genau wie ich das gerade auch gemacht habe. Niemals da auf diesem Pilz abstellen. Man muss wirklich von hier in einem Zug hier rüber und dann schafft man. Schon wieder geschafft. So schwierig ist das nicht. In einem Zug. Genau. Rojo hat es auch vorgemacht. Super.
Hol ihn in einem Zug. Genau, einfach darüber. Jawoll! Gommo-Tipps hier. Und in einem Zug dadurch. Jawoll! Knockback auch. In einem Zug. In einem Zug, Let's Be. Ohne Abstell. Jawoll! Let's Be jetzt. Oh, jetzt ist es doch mal richtig gemein hier. Rojo, willst du wirklich das den anderen antun? Rojo ist runtergefallen. Let's Be auch. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Ich flippe aus. Let's Be kann es entscheiden. Let's Be haut alle anderen drei quasi damit raus. Holy, Procho und Somso sind draußen in dieser Runde. GG, aber an alle anderen, die es weitergeschafft haben. Jetzt sind wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seid quasi meine Spielfiguren. Wir spielen jetzt nicht Minecraft, da ärgere dich nicht, sondern wir spielen eine Runde Schach. Einfach hier stehen bleiben. Okay? So, ich habe mich für das Feld entschieden. Tschüss. Oh, 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 oh. Warum ist Phasing Blocks gerade ausgeschieden? Und nochmal. Und nochmal. Aha. Aha. Aha, man muss nur mal. Das hat mich geklemmt hier. So, jetzt sind. Gomme sagt, immer wenn ich was sage, müsst ihr danach nicken, okay? Let's P ist jetzt nicht so cool, oder? Currywurst ist schon geil, oder? Der Gommemut ist auch gut, oder? Team Create ist auch gut, oder? Also der Zangenwert, ne? Das ist ein ganz übler, oder? Ganz, ganz übler. Und mit dem Ego ist man am besten gar nicht befreundet, oder? Und der Baulu. Meine Güte. Meine Güte. Der Baumulu! Der Baumulu! Der Baumulu, der ist nicht der Schlauste hier in der Runde. Kleiner Scherz, es tut mir leid. Und der No-Knockback, der hat hier wirklich am meisten Knockback. Ja. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, dreht euch. Gomme sagt, nochmal nicken bei der nächsten Sache. Gomme sagt, der Gomme ist gut durch, oder? Willst du, dass du rausfliegst? Gomme sagt, springt. Sein Blick gerade. Really, bro? Really? Dieser cool. Gomme sagt, schreibt einer einen A in den Chat. Schreibt ein Ego-PVP in den Chat. Also Gomme sagt, macht einfach das nach, was ich mache. Wenn ihr es nicht schafft, dann seid ihr raus. Hui! Und hui müsst ihr dann auch noch im Chat schreiben. Oder ui. Gomme sagt, viel Spaß, go, go. Der erste Mutige, Zangbert schafft's. Er muss natürlich noch ein ui schreiben. Oh, Ego ist raus. Und Let's P auch. Baumulu hat's auch geschafft. No Knockback auch. Herzlichen Glückwunsch an euch drei, ihr habt es geschafft, geil. Das war gemein, Gomme sagt, wunderbar. Wir spielen ein Minispiel zu dritt. Wir spielen The Dropper. Das ist nämlich schon so ähnlich wie das, was wir gerade gemacht haben. Alles klar, also wir sind jetzt hier bei The Dropper und ihr müsst als erstes ins Ziel kommen. Die ersten beiden, die es ins Ziel schaffen, die sind auf jeden Fall weiter. Die sind im Finale vom heutigen Gomme sagt. Auf geht's. Ich mach da einfach mal mit, huch. Einfach mit dich hier. Okay. No Knockback ist schon mal einen weiter. Da musst du hier auf die Druckplatte gehen. Die anderen beiden haben es aber anscheinend geschafft. Ich muss schnell hinterher. Ich muss schnell hinterher. Wo, oh Gott. Und das ist auch schon hier die letzte Karte, die auch richtig gut einfach aussieht. Haben sie beide es geschafft? Ich sehe sie nicht. Ich muss hier rauf. Nee, ich habe das Ziel gerade erreicht. Okay, jawohl. Ich hab's, oh, wie episch das einfach von hier gerade aussieht. Meine Güte. Lou ist der Erste, der es hier schafft. Und jetzt, wer schafft es? Oh, 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 oh! Das glaube ich jetzt nicht! Ey, das glaube ich nicht! Wie knapp war das denn? Ihr seid beide Zangenbert, ne? Und No Knockback sind beide gleichzeitig da drin gelandet. Und No Knockback hat dann die Druckplatte schneller erreicht als Zangenbert. So knapp war das. Zangenbert, meine Güte, du hast es richtig weit geschafft, aber leider
bist du jetzt raus. Und damit haben wir jetzt das Finale zwischen Baumulu und No Knockback. Also, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr seid im Finale. Ich porte euch direkt mal in die Deathmatch Arena. Da sind wir auch schon. Jeder geht auf seine Seite und muss sich eben equippen. Wo sind das große Finale? Kann jetzt beginnen zwischen No Knockback und Baumulu. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg und sage, Gomme sagt, auf geht's. Das ist das Finale. Da wird sich erstmal gegönnt, hat man ja gerade gesehen. Ich möchte aber auch nicht verraten. Na gut, kann man eher an den Partikeln erkennen. Er hat einen goldenen Apfel sich gegönnt. Beide haben 10 Pfeile und einen Direktheilung 2 Trank und einen goldenen Apfel, Leute. Den hat Baumulu ja gerade schon gegessen. Mal gucken, wer hier gewinnt. Ihr könnt ja jetzt noch gerade in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach der Gewinner sein wird. Ich möchte keinen Tipp geben, ich bin jetzt nicht parteiisch. So. Und da kommt auch schon der Nahkampf. Da kommt auch schon der Nahkampf. Beide denken hoffentlich an ihren Trank, den sie noch haben für den Notfall. Oh Gott, ich darf hier nicht im Weg stehen. So, ich gehe hier schnell in die Luft. Das ist auch eine gute Perspektive. Da gehen sie wieder ein wenig auf Abstand. No Knockback läuft ein wenig weg. Hat aber auch inzwischen seinen goldenen Apfel gegessen. Okay. No Knockback geht ein wenig auf Abstand. Er hat anscheinend einen Plan. Oh, okay. Beide haben sich getroffen. No Knockback hat einmal öfters getroffen. Wer macht das Ding hier? Beide wollen gewinnen. Das merkt man aber sowas von. Beide wollen den Sieg nach Hause holen. Da hat nur Knockback schon wieder gerade gut ausgeteilt. Oh, aber jetzt kam auch nochmal ein Pfeil geflogen. Aua, wow, wow, wow. Das sah auf jeden Fall schmerzhaft aus. Zack. Und da hat Baumulu wieder einen Pfeil getroffen. Der diesmal aber nicht. Und Baumulu geht auf jeden Fall mehr auf Nahkampf über. Die ganze Zeit schon. Er ist offensiver. Muss man sagen. Beide verfolgen aber anscheinend ihre ganz eigene Taktik. Da wurde der Trank geworfen. Der gute alte Direktheilungstrank, den er No Knockback, glaube ich, noch übrig hat. Ja, den hat er sich jetzt gegönnt. Taktisch natürlich so sinnvoll, wenn er den sich später gönnt. Beide sollten jetzt in etwa das gleiche Equipment haben. Ich kann überhaupt nicht sagen, wer da länger durchhält. Und es schafft No Knockback. Hallöchen, Popöchen. Du bist der Gewinner vom heutigen Gomme sagt. GG. Herzlichen Glückwunsch. Und Baumulu, du bist Platz 2. Auf dem 3. Platz haben wir Zangenbert. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Tag. Und ich schenke dir dieses Diamantenschwert. Das ist dein Preis. Und ansonsten, Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Gomme sagt haben wollt, dann lasst eine Bewertung da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage haut rein und tschö mit Ö.